Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop für den Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Das Beziehungs- und Liebesleben ist diesen Monat für euch großgeschrieben, verbunden mit der Chance, jemand Tolles Neues kennenzulernen. Feste Beziehungen haben einige Prüfungen zu bestehen, können sich aber dadurch vertiefen und verbessern. Falls ihr Fragen habt, die ich hier im Sternzeichenhoroskop nicht klären kann, könnt ihr gerne eine Beratung bei mir buchen, auch für euer persönliches Jahreshoroskop 2019. Ihr erreicht mich wie immer über mein Kundentelefon oder meine Homepage und das verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Mit etwas Glück könnt ihr auch eine Kompaktberatung bei mir in der Verlosung gewinnen. Und wie das funktioniert, erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos. Also bleibt dran. Ausführliche Informationen über eure langfristigen Tendenzen könnt ihr jederzeit nochmal in eurem Jahreshoroskop 2018 abrufen. Das gibt's als Video oder auch in meinem Buch zum Nachlesen. Jetzt wollen wir in die aktuellen Sterne für den Oktober schauen und da ist einiges los am Himmel. Partnerschaftsthemen sind sehr wichtig für die Widder, denn die Sonne und der Merkur stehen in der Waage bei euch im Partnerhaus. Und die Venus und der Jupiter befinden sich im Haus der Ehe und der tiefen Beziehungen. Und dort wird den ganzen Monat über einiges los sein. Nehmt euch vor, am Feiertag am 3. Oktober und auch am zweiten und dritten Wochenende des Monats Zeit mit euren Lieben bzw. mit eurem Partner zu verbringen. Und das sage ich extra deshalb, weil die Widder auch beruflich sehr gefordert sind. Trotzdem ist es diesen Monat wichtig, Beziehungsthemen nicht aus dem Weg zu gehen. Ihr habt es vielleicht in der kosmischen Schwingung schon gesehen. Die Atmosphäre ist aufgeladen mit starken, intensiven Gefühlen und in eurer festen Beziehung können Tabuthemen auf den Tisch kommen, die man längere Zeit verdrängt hatte. Am 5. Oktober abends wird die Venus rückläufig und zwar bei euch im 8. Sonnenhaus der Verbindlichkeiten und festen Partnerschaften. Und der Vollmond am 9. Oktober fällt direkt bei euch ins Partnerhaus. Und in der Konstellation steckt schon hier diese Spannung drin zwischen euren beruflichen Anforderungen und den Wünschen eurer Liebsten. In festen Beziehungen ist es sehr wichtig, dass ihr zusammenhaltet und nicht zulasst, dass sich Dritte einmischen, auch nicht eure Freunde. Der Mars und die Lilith hier bei euch im 11. Haus der Freundschaften zeigen Menschen an, die interessant sind, aber in eurer persönlichen Beziehung für Irritation sorgen können. Auch ein Flirt innerhalb des Bekanntenkreises kann eure Beziehung gefährden. Und nicht zuletzt kann die rückläufige Venus auch anzeigen, dass ein Verflossener oder eine Verflossene aus der Vergangenheit wieder auftaucht, was natürlich viel Unruhe in eure derzeitige Partnerschaft bringen kann. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr beide als Beziehungspartner zusammenhaltet und füreinander jeweils die Nummer eins seid. Wenn ihr euch einig seid, kann euch so schnell keiner verunsichern. Wenn ihr aber miteinander nicht im Reinen seid, kann es passieren, dass Dritte einen Keil dazwischen treiben. Deswegen bleibt miteinander auf Tuchfühlung und wenn es Probleme gibt, müssen die eben liebevoll angesprochen werden. Dann bietet dieser Neumond für euch die Chance auf einen Neuanfang in der Partnerschaft. Sehr gut stehen die Sterne für lustvolles Zusammensein mit dem vertrauten Partner. Deshalb sorgt dafür, dass die Intimität nicht zu kurz kommt, egal wie gestresst ihr vom Job seid. Schaut euch dazu bitte auch unbedingt nochmal die kosmische Schwingung an. Der Neumond selber steht recht kritisch und er fällt auf einen Dienstag in der Woche. Da kann es gut sein, dass ihr aus beruflichen Gründen schon keine Lust und keine Zeit habt, irgendein heikles Beziehungsthema anzusprechen. Reserviert euch dafür das Wochenende vom 12. bis zum 14. Oktober. Da stehen die Sterne besser für euch vom Mond her oder auch die Zeit vom 18. bis 21. Oktober. Widder Singles haben es leichter, denn sie sind niemandem Rechenschaft schuldig und haben besonders in den ersten 20 Tagen des Monats blendende Chancen, jemanden kennenzulernen. Für Singles wie für Liierte gilt, dass sie auch mit dem Geld aufpassen müssen, besonders wenn davon auch andere betroffen sind und wenn es um gemeinsame Werte geht. Sprecht euch bitte immer ab, bevor ihr einfach Geld ausgebt und nehmt möglichst keinen Kredit auf, solange die Venus rückläufig ist, also bis Mitte November. Am 23. Oktober um 13:22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer 8. Sonnenhaus, wo eben auch schon die Venus rückläufig ist. Da rücken dann nochmal eure festen Beziehungen in den Vordergrund, ebenso auch eure Verbindlichkeiten, die ihr generell mit Menschen habt, also auch finanzielle Absprachen.
Auf der seelischen Ebene ist das ja das Haus der Krisen. Deswegen solltet ihr euch aufkommenden Problemen stellen. Denn ihr bekommt die Chance, eure Beziehungen zu vertiefen und zu intensivieren, indem ihr gemeinsam mit wichtigen Menschen Krisen meistert. Für alleinstehende Widder ist es eine gute Zeit, um ihre Finanzangelegenheiten zu sortieren und in Ordnung zu bringen und sich über ihre Wertvorstellungen Gedanken zu machen. Der Vollmond am 24. November läutet dann nochmal eine kritische Phase ein, in der Abmachungen gebrochen werden können oder man sich plötzlich umentscheidet. Auch Geheimnisse können dann ans Licht kommen und für Unruhe sorgen. Mein Tipp wäre deswegen, dass ihr euch wirklich seriös an alle Abmachungen haltet, die ihr getroffen habt. Und das gilt auch beruflich. Und wenn ihr tatsächlich eure Meinung ändert, müsst ihr das eben offen ansprechen, damit andere sich darauf einstellen können. Wenn andere ihre Meinung ändern, müsst ihr euch dem natürlich auch stellen und das gegebenenfalls korrigieren. Die gute Nachricht ist, dass sich im November für euch vieles zum Positiven wendet. Auch eure Situation jetzt im Oktober, die euch vielleicht noch sehr vertrackt erscheint. Und das merkt ihr dann zu Halloween am 31. Oktober. Da kommt mehr Leichtigkeit und Freude auf. Ihr habt dann super Partysterne und werdet euch bestimmt gut amüsieren. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.